Hallo, Hallöle und ein herzliches Willkommen hier zurück zu Family Dynamics Schrägstrich Horse Ranch Let's Play. Wir sind immer noch da, wo wir aufgehört haben in der letzten Folge, nämlich versucht Theodore noch das letzte Geld zusammenzukratzen mit dem Essensverkauf. Ich hoffe sehr, es klappt. Ich habe so meine Sorgen. Aber ja, wir hoffen mal das Beste, dass wir das irgendwie noch zusammenkratzen können. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwie müssen wir das Geld noch bekommen. Ich weiß nur nicht wie. Wir sehen's. Es fehlt wirklich nicht mehr viel. Ich glaube noch knappe 100 Simoleons. Ein bisschen mehr. Also es wäre durchaus im Bereich des Möglichen. Wir hoffen das Beste. Und vor allem möchte ich mich dann auch mal wieder mit was anderem beschäftigen. Mehr mit den Pferden. Wir hatten jetzt zwei Folgen, wo es nur ums Geld verdienen ging. Ist wahrscheinlich ein bisschen langweilig. So, und Melody und Maddie, mein Gott, schicken wir jetzt noch zu einem Wettbewerb. Vielleicht nehmen sie ja noch was ein. Das wäre toll. Wir probieren es zumindest einfach mal. Und dann schauen wir mal, ob wir so noch ein bisschen Geld einnehmen. Leute, warum gebt ihr unser Geld aus? Das finde ich gerade gar nicht okay. Miguel kocht. Na toll. Also klar, jetzt haben wir noch 100 ausgegeben. Ich hoffe so, sie verdienen, kommen irgendwie auf Platz 2 oder so. Das wäre mir ein sehr großes Anliegen, aber wir werden es sehen. Immerhin die Bronzemedaille, das heißt, wir haben das Geld zusammen. Ich freue mich sehr, du kannst gleich die Rechnung bezahlen, Schätzelein. Rechnung bezahlen. Warum ist sie eigentlich wieder traurig? Wir werden sie mal aufmuntern. Ich freue mich, wir konnten unsere Rechnung bezahlen. Das ist schon mal ein Träumchen. Und ich werde auch hier dieses Bronzemedaille-Teil verkaufen. Ja, weil dann haben wir ein bisschen was an Simoleons. Ich freue mich sehr. Und hier werden wir alles auf Plopsi verkaufen. Würdest du jetzt aufhören, so traurig zu sein? Mitgefühl für Pferd. Ja, sie ist aber nicht mehr traurig. Also alles gut, beruhige dich. So, Maddie kann jetzt noch ein bisschen trainieren mit der guten Melody. Ich glaube, sie hat nämlich die Beweglichkeit noch überhaupt nicht. Und das heißt, wir werden jetzt mal mit ihr ein bisschen um die Fässer reiten. Dafür ist es auf jeden Fall Zeit. Und ja, wir haben jetzt zumindest wieder ein bisschen Geld. Das freut mich tatsächlich sehr. Und das heißt, wir können uns ein Festmahl kochen. Ist das nicht traumhaft? Das ist ein bisschen teuer. Nee, das ist uns zu teuer. Was hat er vor? Nein, 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 stopp. Aber du könntest tatsächlich mal was kochen, aber für die ganze Familie. Das wäre was. Und zwar ein Gartensalat, der ist nicht allzu teuer. Der kostet nicht so viel, weil wir haben nicht viel Geld. Wir wollen hier also nicht irgendwie übertreiben. Und Miguel sitzt mal wieder am Computer. Das ist toll. Nein, Armando, wir kommen nicht zu euch rüber. Tut mir leid. Wir sind hier sehr beschäftigt. Domingo aufwecken. Der muss nämlich auch trainieren. Oder wir nehmen noch mal an einem Wettbewerb teil. Geht das nicht? Haben wir heute schon mit beiden? Ach, wir haben nicht genug Simoleons. Wer hat jetzt schon wieder hier Geld ausgegeben? Ich glaub's ja nicht. Diese doofe Kuh. Nein. Wenn man einmal nicht hinguckt. Oh. Ich glaub's ja nicht.
Entschuldigung, wenn ich mich so aufrege. Oh nee, dann hat die jetzt auch Geld ausgegeben. Wie doof. Och. Jetzt haben wir gerade mal noch 82 Simoleons. Na gut, was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ernte du mal das gesamte Präriegras. Ich sammle hier mal den Mist ein. Weil wir brauchen Geld. Also, ja, weiß ich nicht. Wir müssen ja zumindest auch neue Sachen kochen, backen, wie auch immer, für den Stand. Wir können immerhin noch was über Plopsi verkaufen, das freut mich sehr. So, du steigst mal ab hier, von Melody absteigen. Das ist toll. Und dann hat sie schon wieder keinen Spaß mehr. Dann spiel halt mal Blickblock. Und sie, wenn wir schon wieder Geld haben, kann dann noch mal ein bisschen was kochen für den Stand. In der Hoffnung, dass wir so Geld verdienen. Ja. Yay, Miguel hat jetzt Nektarherstellung Level 2 erreicht. Kann jetzt mit der Nektarstation die Rezepte für sinnliche Erdbeernektar und starken Kartoffelnektar herstellen. Mit seinen neuen Fähigkeiten stellt Miguel auch Nektarflaschen schneller her. Hier ist der gute Mr. Frost. Väterchen Frost. Hallöchen. Stell dich mal freundlich vor. Das ist das einzige Weihnachtliche, was es heute gibt, den Väterchen Frost. Das tut mir natürlich sehr leid. Aber da kann man nichts machen. Für mehr reicht das Geld nicht. Es ist, wie es ist. Kannst du ihn um ein Geschenk bitten? Nein, wir wollen keins bekommen, geben. Wir möchten gerne eins haben. Nach Geschenk fragen. Frag ihn nach Geschenk. Vielleicht bekommen wir ja was, das wir verkaufen können für viel Geld. Na? Bekomme ich ein Geschenk? Oh, danke schön. Das ist aber nett. Was gibt's denn? Na? Was gibt's denn? Ich will es wissen. Sagt's einem das nicht? Ich dachte immer, das wird einem gesagt. Nee, irgendwie nicht. Aber hier ist nichts. Ist was im Inventar hier? Nee, er hat irgendwie nichts bekommen. Okay. Hä? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Naja, schade. Ich habe jetzt gehofft, er kann jetzt auf jeden Fall Kartoffelnektar herstellen. Wir bekommen was Cooles, aber offenbar nicht. Was hast du denn? Nee, das war ekelhaft, weil wählerisch beim Essen. Ja, das tut mir leid. Stell dich hier auch mal unserem Väterchen Frost vor und du stinkst, dann geh doch duschen. Warum denn nicht? So, er hat sich jetzt lustig vorgestellt. Das finde ich schön. Können wir jetzt auch, ja, nach Geschenk fragen? Dann haben wir zumindest so etwas abgeschlossen. Das ist doch ganz toll. Was hat er denn noch? Festliche Stimmung hat er sogar fast abgeschlossen. Ach krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber es wird leider kein allzu schönes Winterfest für die Familie. Es tut mir sehr leid. Und was bekommst du? Bekommt ihr irgendwie nichts oder wie? Hier, ein Hopper. Was ist ein Hopper? Den können wir verkaufen. Bringt zwar nicht, weiß ich, wie viel Geld, aber verkaufen wir. Das hier auch. Hat sie auch eins bekommen? Verkaufen wir. Perfekto. Haha. Und er hat den ersten Kartoffelnektar hergestellt. Sehr gut. Qualität schlecht. Das ist nicht so gut. Aber egal. Immerhin besser als nix. Jetzt hoffen wir, dass dieser Nektar brav reift
Und wir bald, ja, dass wir den bald gut verkaufen können. Ich würde sagen, wir starten nochmal einen Essensverkauf. Es ist jetzt der nächste Tag. Wir haben noch nicht wahnsinnig viel gekocht, aber vielleicht funktioniert es ja trotzdem. Mal schauen. Ich habe jetzt auch nicht immer ewig Zeit, da mit ihr zu kochen. Zumindest nicht, wenn die ganze Familie noch essen muss und so. Wir haben jetzt immerhin die bringen 94 Simoleons und das bringt 45 Simoleons pro Stück. Die beiden, die lohnen sich nicht wirklich. Aber ist ja egal. Schauen wir mal, ob die Leute das kaufen kommen oder nicht. Wie süß, die beiden unterhalten sich hier ein bisschen. Also ich glaube, die zwei verstehen sich tatsächlich mittlerweile ganz gut. Sie sollte eigentlich schon längstens in der Schule sein. Ja, dann lassen wir das halt mit den Hausaufgaben. Bringt ja nichts. Sie muss in die Schule. Und Miguel, der könnte eigentlich mal Wäsche waschen. Ich hasse es. Ah. Ja, ist ja gut. Ich hasse, dass sie immer aufhören mit dem Stand bedienen. Und ich merke das dann nicht immer. Aber sie hat halt nichts verkauft, wenn sie nicht den Stand bedienen. Ah, ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Okay, was ist heute deine Aufgabe, Miguel? Du könntest mit Melody an einem Wettbewerb teilnehmen. Das wäre eigentlich was. Ich möchte nämlich so ein bisschen Geld verdienen. Wobei, er könnte eher trainieren mit ihr, ne? Was muss sie noch trainieren? Schauen wir mal. Springen und Beweglichkeit. Ja, dann trainiert er heute wieder. Das ist, glaube ich, das Beste. Aufsteigen. Steigen wir mal auf. Wird jetzt nicht gezockt. Ich weiß, du würdest gerne, aber nix da. Du hör mal auf zu quatschen. Sie muss da den Stand bedienen. So, wir können auch mal mit Domingo dann noch ein bisschen trainieren. Das finde ich gar keine schlechte Idee. Es wird gekauft. Ich freue mich sehr, auch wenn nicht viel gekauft wird. So, steigen wir hier auch mal auf, mein Lieber. Was müssen wir mit ihm noch trainieren? Er hat jetzt alles auf drei, also eigentlich alles so ein bisschen. Könntet ja mal ausreiten. Ihr trainiert jetzt die Sprünge, bitte. So, come on, super. Und dann können wir zu intensivem Ritt aufbrechen. Sie bedient hier noch den Stand, da bin ich froh. Und er trainiert jetzt die Sprünge, ne? Ja. Er ist langsam richtig angekommen hier und er macht mit und beschwert sich eigentlich nicht mehr. Ich glaube, ihm macht das Ganze mittlerweile sogar Spaß, habe ich so das Gefühl. Ich meine, guckt mal, wie er lacht irgendwie auch beim Reiten. Ne? Also, ich glaube schon, mittlerweile hat er tatsächlich Spaß hier und genießt die ganze Sache. Das freut mich sehr. Und Fido ist, glaube ich, auch ganz zufrieden mit ihm. Also, er hat da, ja, ich glaube eigentlich mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie verstehen sich die beiden? Ja, immer noch nicht gut, aber das wird, da bin ich fast überzeugt von. Und er doch, er hat mittlerweile seine Freude hier dran gefunden. Das ist schön. Okay, Miguel hat sich jetzt dazu entschieden, erstmal abzusteigen. Das ist, ja, ist okay. Was hat er vor? Ach, er will pennen, ne? Er ist nämlich ein bisschen müde. Er hat aber auch einen ganz schrecklichen Schlafzyklus. Ich wecke ihn halt immer morgen, aber er geht immer erst um 1 Uhr ins Bett. Das ist natürlich auch meine Schuld, ich weiß. Aber dann ist er natürlich den ganzen Tag müde.
So, sprich mal ein bisschen mit Melody, vielleicht können wir sie so ein bisschen aufheitern. Und füttern, können wir sie füttern? Aus der Hand füttern. Hier bitte für dich. Cory ruft an, um zu plaudern. Ja, natürlich. Dann geh mal ran. Können wir eigentlich heute wieder ernten? Ja, klar. Dann mach das mal, Theodor. Und Eleanor, die ist am Stricken. Na, super. Ja, da quatscht er jetzt erstmal mit seinem Vater. Das ist doch schön. Seine Sozial ist auch wieder aufgebaut. Oh, bringt er uns ein Spielzeug? Ach, oh, wie niedlich. Oh nein, jetzt geht er wieder weg. Oh, okay. Wir fragen ihn mal, was los ist, weil Rufus ist schon so ein bisschen, ne, vernachlässigt momentan. Also Rufus, was ist denn los, kleiner Mann? Kannst du ihn das jetzt nicht fragen? Nee, irgendwie nicht. Intellektuelle Diskussion. Führen wir mal eine intellektuelle Diskussion. Keine Ahnung, was das heißt, aber ich glaube, sie kann ja dann. Also er ist, glaube ich, ein schlauer Hund oder irgendwie so, ne? Dann lassen wir ihn noch mal Liebe spüren. Einfach damit er mal wieder ein bisschen Beschäftigung bekommt. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja, alles in allem scheint es langsam wieder zu laufen. Also wir werden es sehen, würde ich sagen. Miguel ist jetzt hier gerade am Computer. Aber ich glaube, das hat er sich verdient. Er hat ja wirklich heute hart gearbeitet. Und ein bisschen Spaß muss ja auch mal sein. Und ich würde sagen, wir schauen mal, wie es weitergeht. Sie haben jetzt wieder ein bisschen Geld. Die Frage ist, wie lange das hält und wann die nächste Rechnung kommt. Ich hoffe ja immer noch, dass hier mal endlich ein bisschen was vorangeht, aber irgendwie nicht. Das ist ein bisschen traurig. Oh je, das können wir noch auf Plopsi anbieten. Und dann schauen wir einfach mal, wie es mit der Familie Mitchell und Miguel weitergeht. Ich bedanke mich erstmal ganz, ganz herzlich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi!